gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Wir sind die Region, genauso wie ihr. Ihr habt Talent, genauso wie wir. Zusammen geht's besser, ihr werdet es merken. Gemeinsam verdoppeln wir unsere Stärken. Pläne gedeihen, Ansprüche wachsen. Bei 600.000 Kunden in Sachsen. 600.000 Mal sagen wir, klar, wenn ihr uns braucht, dann sind wir da. Weil es um mehr als Geld geht. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz am Donnerstag, dem 12. Oktober. Wir freuen uns, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Gestern wurde der dienstälteste Bürgermeister des Landkreises Bautzen in den Ruhestand verabschiedet. Im Mai 1990 wurde Dietmar Kork zum ersten Mal ins Amt des Bürgermeisters gewählt. Da war er gerade einmal 27 Jahre alt. Nach 33 Amtsjahren haben viele Wegbegleiter ihm noch einmal persönlich gedankt. Am Mittwoch wurde der Bürgermeister von Elsterheide, Dietmar Kork, feierlich aus seinem Amt verabschiedet. Zahlreiche Gäste wohnten der Veranstaltung bei, so viele, dass sich vor dem Bürgerhaus eine große Begrüßungsschlange bildete. Dietmar Kork begrüßte alle Gäste persönlich, die hier und da auch Präsente für den dienstältesten Bürgermeister im Landkreis Bautzen mitgebracht hatten. Im festlich geschmückten Bürgerhaus erwartete die Gäste neben dem obligatorischen Gaumenschmaus zudem eine musikalische Untermalung der Bergbaumusikanten, dem Blasorchester Lausitzer Braunkohle. Nach Grußworten der stellvertretenden Bürgermeisterin der Gemeinde Elsterheide, Tanja Zipak, folgte eine persönliche Laudatio des ehemaligen Bürgermeisters von Hoyerswerda, Thomas Delling. Auch Bautzens Landrat Udo Witschers fand an diesem Tag treffende Worte zum Abschied des Bürgermeisters und bedankte sich herzlich. Für all das, was du für uns, was du für unsere Region, für unseren Landkreis, für deine Gemeinde, unsere Heimat getan hast, was du gestaltet hast und bedanken für alles, was du hinterlässt. Wir wünschen dir alles erlebtlich gute, viele, viele schöne Jahre, vor allen Dingen aber eine ruhige Zukunft. Herzlichen Dank für alles. Symbolisch erhielt Herr Kork zuletzt noch ein Steuerrad überreicht, welches seine Bezeichnung als Kapitän der Gemeinde Elsterheide gerecht werden sollte. In seiner Rede bedankte er sich für die starke, jahrelange Zusammenarbeit und Unterstützung von Kollegen und Familie, sodass auch ihn die Emotionen beinahe überkamen. Die Gäste würdigten diese emotionale Ansprache mit tosendem Applaus. Mit einer Standing Ovation der Anwesenden endete die Ansprache des nun in den wohlverdienten Ruhestand gehenden Bürgermeisters von Elsterheide, Dieter Kork. Seines Amtes dienstältester Bürgermeister des Landkreises Bautzen. Auch lasst euch nicht kleinkriegen, Roschene, Chapeau Yusuf und vielen Dank, auf Wiedersehen. Turnusmäßig kam der Kreistag Elbe-Elster im Falkenberger Haus des Gastes zusammen. Zu Beginn der Sitzung wurden traditionell wieder Schüler des Landkreises für besondere Leistungen ausgezeichnet. Landrat Christian Jaschinski überreichte Wonnemar-Gutscheine und Urkunden für das erfolgreiche Abschneiden bei verschiedenen Wettbewerben. Rund 20 Schülerinnen und Schüler des Sängerstadt-Gymnasiums Finsterwalde, des Elsterschloss-Gymnasiums Elsterwerda und des Oberstufenzentrums Abteilung 4 Berufliches Gymnasium Falkenberg sowie der Grund- und Oberschule Elsterschulzentrum in Elsterwerda waren mit Lehrerinnen und Lehrern sowie Eltern nach Falkenberg gekommen. Im Mittelpunkt der eigentlichen Kreistagssitzung stand auch diesmal die Krankenhausproblematik. Der Finsterwalder Bürgermeister Jörg Gampe übergab über 8000 Unterschriften eines Einwohnerantrages zum Erhalt der stationären Gesundheitsversorgung im Landkreis an den Vorsitzenden des Kreistages Thomas Lehmann. Die Richtigkeit der Unterschriften werde nun geprüft und in der Dezember-Sitzung darüber entschieden. Roland Neumann, erster Beigeordneter und Kämmerer des Landkreises, informierte umfangreich über den aktuellen Stand in Sachen Elbe-Elster-Klinikum.
Aus kreislicher Sicht bleibe die 3+1-Variante weiterhin das optimale Modell, so Neumann. Man dürfe nicht mehr an Krankenhausstandorten, sondern muss in Versorgungsstrukturen denken. Alles andere wäre wirtschaftlich nicht tragbar. Nach aktuellen Berechnungen beläuft sich das Defizit des Klinikums in diesem Jahr auf rund 9 Millionen Euro, welche aber noch durch Rücklagen kompensiert werden können. Für das kommende Jahr wird dann mit ca. 11 Millionen Euro Verlust gerechnet. Etwa Mitte des kommenden Jahres werden die Rücklagen aufgebraucht. Es müsse daher schnell gehandelt werden. Rückläufige Fallzahlen nach Corona und die steigenden Kosten infolge der Inflation seien die Hauptgründe für die Misere, so Neumann. Es brauche daher dringend eine Konsolidierung. Vertreter aller Fraktionen suchen nun nach möglichen Lösungsansätzen. Eine Anfrage der AfD, ob eine Veräußerung des Klinikums in Erwägung gezogen werde, wurde verneint. In der kommenden Woche wird sich der Aufsichtsrat des Elbe-Elster Klinikums mit konkreten Konsolidierungsschritten beschäftigen und dem Kreistag daraus resultierende Entscheidungsmöglichkeiten unterbreiten. Erklärtes Ziel bleibt es, das Elbe-Elster Klinikum in seinem Bestand zu sichern. Am 14. Oktober wird der Neubau der S95, die ehemalige S177, zwischen Radeberg und der A4 im Freistaat Sachsen mit einem Bürgerfest eingeweiht. Ministerpräsident Michael Kretschmer und andere Vertreter begrüßen die Besucher um 12 Uhr, gefolgt von der symbolischen Freigabe der Strecke. Die Veranstaltung beinhaltet Musik, eine Fahrzeugausstellung und die Präsentation der örtlichen Feuerwehren. Die Anfahrt erfolgt über die A4 und Parkmöglichkeiten stehen nahe dem Veranstaltungsgelände zur Verfügung. Das Infrastrukturprojekt hat rund 65 Millionen Euro gekostet und umfasst den Neubau der S95, die Anbindung an die A4 und verschiedene Ingenieurbauwerke, Regenrückhaltebecken und Durchlässe. Die meisten Hauptbauleistungen sind bis zur Verkehrsfreigabe am 16. Oktober abgeschlossen. Und weiter geht es jetzt mit den Kurznachrichten aus der Lausitz. Bauen ist derzeit kein kostengünstiges Vergnügen und das macht auch vor Forschungseinrichtungen nicht Halt. Der Um- und Erweiterungsbau des Senckenberg-Campus in Görlitz wird erneut teurer als geplant. Mehr zum Thema und weiteres vom Tag sehen Sie jetzt. Mitten in Görlitz entsteht der neue Senckenberg-Campus. Es handelt sich um ein Millionenprojekt, das die Sanierung historischer Gebäude sowie den Bau neuer Gebäude umfasst. Der Campus wird Forschungslabore, Seminarräume, einen Vortragssaal, eine Bibliothek mit über 140.000 Bestandseinheiten und Platz für naturwissenschaftliche Sammlungen mit über 6 Millionen Objekten beherbergen. Über 140 Forscher, Studenten und technische Mitarbeiter sollen hier nach Fertigstellung arbeiten. Die Kosten für das Projekt sind im Laufe der Bauarbeiten gestiegen. Ursprünglich ging man von rund 60 Millionen Euro aus, wobei 17,2 Millionen Euro aus Fördermitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung stammen. Aktuell belaufen sich die genehmigten Baukosten auf 72 Millionen Euro. Auch der Zeitplan hat sich verschoben. Ursprünglich war geplant, dass die Senckenberg-Gesellschaft den Campus Mitte 2024 übernehmen würde. Derzeit ist die Fertigstellung für Ende 2025 geplant. Die Radballer Tim und Erik Lehmann aus Großkoschen sind Vize-Europameister U23. Beim Championat in der Schweiz mussten sie sich im Endspiel nur den Einheimischen geschlagen geben. Die beiden 20-jährigen Zwillinge entstammen einer alten Radball-Dynastie und schreiben jetzt die sportliche Familiengeschichte fort. Sie haben den RSV Großkoschen zurück in die Bundesliga geführt und sind nun das zweitbeste Radballteam Europas. Von Ende August bis Mitte September fand wieder die Aktion Stadtradeln in Bautzen statt. Über 30.000 Kilometer legten die Radelnden insgesamt zurück. 16 Teams meldeten sich dazu mit über 130 Freunden des Zweirads an und absolvierten über 2.500 Radfahrten. Somit verdoppelte sich die Zahl der zurückgelegten Kilometer im Vergleich zum Vorjahr. Laut Berechnungen wurden demnach 5 Tonnen CO2-Ausstoß durch die rege Radnutzung vermieden. 2022 waren es noch 2 Tonnen. Die Stadt Bautzen beteiligt sich seit 2019 am Stadtradeln. Die Zahlen ermutigen uns, das Thema der radverkehrsfreundlichen Stadt Bautzen weiterhin verstärkt in den Fokus zu nehmen und auszubauen. Auch nächstes Jahr wollen wir uns in Bautzen an der Aktion beteiligen, so Bautzens Baubürgermeister Heiko Nowak. Die komplette Ausweitung der Aktion finden Interessierte auf der Internetseite stadtradeln.de/bautzen.
Im Naturschutztierpark Görlitz wurde das erste Thüringer Waldeselfohlen geboren. Damit wird der Erhalt der bedrohten Eselrasse weiter vorangetrieben. Wie Tierarzt und Tierparkdirektor Dr. Sven Hammer bei der Erstuntersuchung mitteilt, sind Mutter und Fohlen wohlauf und gesund. Beim neugeborenen Fohlen handelt es sich um ein weibliches Tier, welches zum Ausbau der Thüringer Waldeselszucht im Tierpark verbleiben wird. Sie suchen nach einer neuen Herausforderung, wollten schon immer im Radio oder Fernsehen arbeiten und haben dazu noch Verkaufstalent? Dann werden Sie als Mediaberater Teil des Lausitzweller Radio- und TV-Teams. Senden Sie Ihre Bewerbung einfach per E-Mail an kontakt@lausitzwelle.de oder per Post an die SGS Rundfunkgesellschaft MbH, Schulstraße 15 in 02977 Hoyerswerda. Weitere Informationen finden Sie unter www.lausitzwelle.de. Wir freuen uns auf Sie! Born in the GDR. Mit diesem Song landete die Punkband Sando, die sich 1982 in Cottbus gründete, einen Riesenhit in der DDR. Bis heute gehört das Lied zum festen Repertoire der Band, die sich zwischenzeitlich auflöste und vergangenes Jahr nun ihr 40-jähriges Jubiläum feierte. Grund genug, um auf spannende und lustige Fakten der Band zu blicken. Meine Kollegin Janine Bauer traf die vier Rocker am vergangenen Wochenende, kurz vor ihrem Auftritt in der Kulturfabrik in Hoyerswerda. Unser Name ist Sando. Unser Weg führte uns in die schöne, weite Welt hinaus. Zu hunderten Konzerten und Performances, zu Aufnahmen von 10 Studioalben. Nun ist es an der Zeit, Rückschau zu halten. Liebe Zuschauer, heute reise ich Sie wieder musikalisch mit. Wir treffen heute die Band Sando, die heute mitten in Hoyerswerda in der Kulturfabrik auftritt. Ich freue mich aufs Interview, bin gespannt, was die Jungs so zu erzählen haben. 40 Jahre Sando und nehmen Sie mit. Hättet ihr selbst erwartet, dass ihr 40 Jahre auf der Bühne steht? Also als Chris Hinze und ich die Band gegründet haben, da waren wir 13, ja. Und aber wir hatten durchaus den Größenwahn, die Welt zu erobern. Und das schloss bestimmt ein, dass wir auch im hohen Alter noch unsere Botschaften verkünden. Und wir schauen zurück natürlich mit einer Werkschau. Wir haben ein Doppelalbum produziert, was beinahe die gesamte Geschichte erzählt und aus allen Perioden Stücken versammelt. Ich hatte tatsächlich jetzt die Ehre, eine Kassette von euch in der Hand zu halten, von 1989, Station einer Sucht. Die Aufnahmen dafür fanden statt in Ost-Berlin, Amiga-Studio war es, genau an der Brunnenstraße. Und da trafen wir so auf interessante Persönlichkeiten wie die Pudis, die schauten da mal vorbei, die waren ein bisschen fassungslos, glaube ich, was wir da so veranstaltet haben. Übernachten durften wir im Hotel Stadt Berlin und das war im Osten schon ein bisschen was Besseres und ich glaube, da erfüllte sich so der erste Wunsch von Chris und Kai, dass wir die Welt erobern. Denn heute so für euch? Ist es für euch noch dasselbe oder hat sich schon viel verändert? Für uns ist Veränderung ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer künstlerischen DNA. Also nahezu jedes Album möchte sich neu entfalten, eine neue Sprache suchen. Es ist Teil unserer Geschichte, dass wir haben unglaublich viele Stücken geschrieben, ja, und immer wieder alles über den Haufen geworfen und uns erneuert. Deswegen ist Veränderung für uns sehr wichtig. Mit einer Band, die nun 40 Jahre unterwegs ist, wo Leute die Lieder auswendig mitsingen, von Song 1 bis Song 5 oder bis zum Ende, das ist schon völlig eine andere Nummer. Und
da reißt ein so ein Publikum natürlich auch mit. Und die Energie, die man empfängt vor so einem Publikum, die kann man in sich verarbeiten und gleich wieder zurückgeben. Gibt es da so Highlights tatsächlich, die absolut im Kopf geblieben sind? Also würde dir jetzt spontan was einfallen, wo du sagst, boah, das war krass? Spontan meine erste Erinnerung ist unser erstes Gastspiel auf dem Bizarre-Festival in der Wuhlheide, wo wir am Nachmittag einen Slot von einer halben Stunde hatten. Und die Top-Acts waren die Ramones, Iggy Pop und noch irgendjemand. Und wir entschlossen uns, diese 30 Minuten zu nutzen, indem wir 20 Minuten eine Ouvertüre vom Band kommen ließen. Und diese Ouvertüre hat unglaublich dieses Stadion aufgepeitscht. Der psychologische beabsichtigte Trick war, dass das Publikum glaubt, im Unterbewusstsein, der Top-Act betritt gleich die Bühne. Ja? Und als wir dann spielten, explodierte dieses Stadion, was ansonsten in der Vorband kaum zuschaut. Und dann mussten wir runter, Timeout. Wir durften noch nicht wieder hoch und das Stadion schrie nun aber nach Zugabe. Und die Band, die nach uns dran war, die wurden gnadenlos ausgebuht. Und das wurde uns natürlich sauübel genommen von der Managementleitung, also des Festivals, des Bizarre-Festivals. Da wir jetzt sind, finde ich ganz wichtig, dass wir als Freunde, als Musiker so einen langen Weg zusammengegangen sind. Das ist jetzt ein ganz starkes Gefühl für mich, dass wir wahrscheinlich wenige Bands werden so ein Alter erreichen, so lange Musik zu machen. Danke an das Publikum, auch euch als Lausitzwelle natürlich einen Dank und euch als Freunde auch vielen Dank, dass wir zusammen Musik machen dürfen. Wir sind schon fast am Ende. Wird uns ein 50-Jähriges erwarten? So Gott will, wird es uns in 10 Jahren auch noch geben, ja. Warum denn nicht? Ja? Also wir haben zumindest vor, ein weiteres Album zu produzieren. Das kann bei uns ganz, ganz lange dauern, das weiß niemand. Ja. Also interessant ist, wenn wir vielleicht den 50. und dann den 60. und den 100. Geburtstag feiern, ob wir dann immer noch als Ostband gelten, weil da nehme ich mal einen Gedanken von dir auf. Du hast irgendwann gesagt, wir haben jetzt 32 Jahre im Vereinigten Deutschland gelebt und vorher 8 Jahre gab es die Band im Osten und trotzdem gelten wir immer noch als Ostband. Also mich würde interessieren, wenn wir so 60 oder 70 wären, ob wir dann immer noch als Ostband gelten. Das wird spannend. Schreiber Rechtsanwälte, die Fachanwälte für Arbeitsrecht sowie für Medizin und Sozialrecht in Dresden und Hoyerswerda. Für unsere Kanzlei in Dresden suchen wir eine oder einen Rechtsanwaltsfachangestellten oder eine Sekretärin bzw. einen Sekretär. Voll- oder Teilzeitarbeit ab mindestens 20 Wochenstunden ist möglich. Zwingend erforderlich sind das Beherrschen von MS Office sowie das Schreiben nach Diktat. Ihre Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail an info@schreiber-rechtsanwälte.de. Und es geht weiter mit unseren aktuellen Blaulichtmeldungen. Die zeitige Dämmerung in den Herbsttagen führt immer wieder auch zu Wildunfällen. So auch gestern in Sornow, unweit von Finsterwalde. Mehr dazu jetzt in unserem Polizeireport. Am frühen Mittwochmorgen erfasste ein Taxi auf einer Landstraße bei Sornow ein Reh. Der Vierbeiner wurde dabei tödlich verletzt, es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Am Mittwochabend kollidierte dann ein VW auf einer Bundesstraße bei Herzberg-Elster mit einem Wildschwein und verletzte dieses ebenfalls tödlich. Am nicht mehr fahrbereiten Auto entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr kollidierte auf der B101 bei Langnaundorf dann ein Renault mit einem Reh. Auch hier verendete der Vierbeiner. Die Höhe des Sachschadens ist hier allerdings noch nicht bekannt.
Am Donnerstag kam es gegen 11 Uhr am unbeschrankten Bahnübergang in der Schützenstraße in Falkenberg-Elster zum Zusammenstoß eines Opel mit einem Güterzug. Nach ersten Erkenntnissen hatte die 67-jährige Fahrerin des Opels den Zug wohl übersehen. Der Zugführer hatte zuvor noch mehrmals ein Warnhupen abgegeben. Am Opel entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Glücklicherweise wurde die Frau nur leicht verletzt und durch Rettungskräfte zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme war der Ereignisort für mehrere Stunden voll gesperrt. Liebe Zuschauer, es fehlt noch das Wetter und dazu kommen wir gleich. Und wenn Sie nicht wissen, wo Sie in den kommenden Tagen mal hingehen könnten, dann haben wir auch wieder ein paar spannende Tipps für Ihre Freizeit vorbereitet. 13 Jahre ist es nun her, dass es am Bergener See, Teil der Lausitzer Seenkette, zu einer Rutschung kam. Im Lausitzwelle-Kalenderblatt erinnern wir heute daran. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Am 12. Oktober 2010 gab es am Bergener See eine großflächige Rutschung. Gegen 14 Uhr senkte sich das Erdreich auf einer Fläche von fast 2 Kilometern Länge und 600 Metern Breite im ehemaligen Tagebaugebiet Spreetal ab. 5 Lkw, die Erdmassen transportierten, wurden von dem Grundbruch überrascht. Die Fahrzeuge stürzten teilweise um oder sanken im Morast ein. Alle Fahrer konnten sich in Sicherheit bringen. Durch die ausgelöste Flutwelle wurden mehr als 80 Tiere einer Schafherde begraben. Bis heute ist der Bereich noch großflächig gesperrt. Die Sanierungsarbeiten mit gewaltigen Erdbewegungen sowie die starken Niederschläge zum damaligen Zeitpunkt wurden später als Ursache für den Grundbruch angegeben. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Vom 13. bis 15. Oktober finden die zweiten kulinarischen Wanderwochen entlang des Oberlausitzer Bergweges statt. Unter dem Motto Kummet Oa Grei werden alle herzlich eingeladen, die Schönheit und kulinarischen Schätze unserer Region zu entdecken. Start ist auf dem malerischen Butterberg in Bischofswerda. Alle weiteren Informationen rund um die kulinarischen Wanderwochen und die ausgewählten Routen finden Sie unter oberlausitz.com/wanderwochen. In Zusammenarbeit mit dem Spremberger Stadtchor veranstaltet das Mehrgenerationszentrum am 15. Oktober um 15.30 Uhr eine Benefizveranstaltung zugunsten der Aktion Weihnachten im Schuhkarton. Die Besucher können sich auf einen musikalischen Nachmittag mit herbstlichen Liedern sowie einer Projekt- und Filmvorstellung freuen. Mit dabei werden auch der Volkschor Döbern und weitere musikalische Gäste sein. Am 14. Oktober feiert um 19.30 Uhr Wojciech Premiere auf der Hauptbühne des Senftenberger Theaters. Eine altbekannte Geschichte neu betrachtet. Hausregisseurin Elina Finkel untersucht den Klassiker von Georg Büchner auf geprägte Rollenbilder und geht den Ursachen für Gewalt gegen Frauen nach. Karten gibt's im Vorverkauf. Eine langgestreckte Kaltfront zog heute von Nordwesten ins Land. Letzte nächtliche Wolkenlücken, von den Lausitzer Gefilden bis zum Zittauer Gebirge, schlossen sich und leichter Regen setzte ein. Zum Nachmittag wurde es etwas stärker. Im Mittel wehte der Südwestwind schwach bis mäßig, mit frischen in den Bergen auch starken Böen. Nach Frontpassage am Abend drehte er kurzzeitig auf West bis Nordwest und ließ dann deutlich nach. Mit 17 bis 18 Grad war es relativ mild. In der Nacht zu Freitag bleibt es stark bewölkt, der Regen zieht aber nach Polen ab. In den Frühstunden breiten sich größere Wolkenlücken von der Elbe in Richtung Neiße aus. Der Südwestwind bläst wieder stärker und erreicht frische bis starke Böen. Tagsüber bleibt es wechselnd bewölkt, an der Grenze zu Brandenburg zeitweise mit etwas Sprühregen, sonst ist es trocken. Die Höchstwerte erreichen 19 bis 20 Grad. In den Bergen kann zeitweise aus Tschechien Frühnebel oder tiefe Wolken durchziehen. Doch sorgt der Südwestwind bald für Auflösung und vormittags für Wolkenlücken. Er frischt böig auf und erreicht starke bis steife Böen. Wolkenfelder und Sonne wechseln sich ab und es bleibt hier meist trocken. Die Temperaturen liegen bei 17 Grad. Nach einer sehr milden Nacht zieht die Kaltfront von Nordwesten rasch nach Süden durch. Der mäßige Südwestwind mit starken Böen dreht nachmittags von Südwest auf Nordwest. Mit Frontdurchgang und in Verbindung mit gewittrigen Schauern erreichen die Böen Sturmstärke.
Die vorgelagerte Warmluft wird nach Böen verdrängt. Damit gehen die Temperaturen deutlich zurück. Am Sonntag herrscht typisches Rückseitenwetter. Quellwolken mit vereinzelten Regenschauern lösen sich im raschen Wechsel mit der Sonne ab. Bei mäßigem und ruppigem Westwind werden nur noch 12 Grad erreicht. Und das war sie, die Drehscheibe Lausitz vom Donnerstag. Jetzt im Anschluss folgt noch kommentiert unser Kommentar der Woche. Diesmal hören wir den ehemaligen Landrat des Landkreises Bautzen, Michael Harich. Er spricht über sich wandelnde Gewohnheiten bei den unterschiedlichen Generationen, vor allem wenn es um das Thema Essen geht. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, morgen wieder zur Drehscheibe Lausitz um 18 Uhr hier in Ihrem Lausitzwelle Fernsehen oder auf dem Satellitenkanal Sachsen 1 ab 18.30 Uhr. Schönen Abend, tschüss. Kommentiert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Zeiten ändern sich kontinuierlich. Der Generationswechsel ist ein ständiger Prozess. Neben den Menschen betrifft das auch ihre Gewohnheiten bis hin zur Ernährung. Verschiedene Lebensmittelproduzenten und auch Gastronomen werben mit Aufschriften wie nach Omas Rezept. Offenbar wird mit einem sich erinnern Positives verbunden. Andere bedienen ganz Gegenteiliges. Vegetarisch, besser noch vegan, ist demnach in. Begründet wird dies vielfach ideologisch. Die Umwelt, der CO2-Abdruck oder eben das Tierwohl. Unabhängig davon werden vegetarische und vegane Produkte nach ihren fleischlichen Pendants benannt. Vegane Wurst oder Schinken, vegane Schnitzel oder Burger. Verstehe das, wer will. Konsequent wären meiner Ansicht nach Kunstnamen oder eben gleich chemische Formeln. Jedem Tierchen sein Pläsierchen, kann ich dazu nur sagen. Wir ernähren uns zur Selbsterhaltung. Ohne Energie kommen wir nicht aus. Umso mehr wir uns körperlich anstrengen müssen, sei es beruflich oder im Sport, desto mehr Energie benötigen wir. Insofern wird man vegan lebende Menschen unter ambitionierten Sportlern und schwer arbeitenden Menschen selten finden. An der Landwirtschaft wird insbesondere der Einsatz chemischer Mittel eingesetzt zum Pflanzen- und Tierschutz kritisiert. Teilweise mehr oder auch teilweise weniger berechtigt. Der Einsatz und die Wirkung moderner Biochemie zur massenhaften Herstellung fleischähnlicher, aber dennoch fleischloser Produkte wird mit Sicherheit ein ähnliches Zukunftsthema sein. Nun steht es mir natürlich nicht zu urteilen. Jeder soll, jeder kann in einer freien Gesellschaft nach seinen Überzeugungen glücklich werden. Das betrifft auch und besonders die Art und Weise, wie man sich ernährt. Unabhängig davon geht es mir darum, eine Lanze für unsere Land- und Fischwirtschaft zu brechen. Die Land- und Fischereiwirtschaft prägt unsere Kulturlandschaft. Ohne Land- und Fischwirte wäre nicht nur unsere Ernährung in Frage gestellt, sondern auch ein Großteil unserer Traditionen und der Kultur. Essen, so sagt es eine Volksweisheit, hält Leib und Seele zusammen. Essen ist also mehr als Selbsterhaltung. Die Nachfrage nach örtlich und regional hergestellten Lebensmitteln ist demnach eine bewusste Entscheidung. Eine Entscheidung darüber, ob es künftig noch landwirtschaftlich genutzte Flächen, Weidetier- und Milchviehhaltung, Fischzucht sowie den Bäcker und den Fleischer um die Ecke noch gibt. Wie beim Thema Wolf oder Kormoran liegt es eben vor allem an uns Menschen, welche Haltung wir zu diesen Fragen haben und wie wir dann tatsächlich handeln. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.